Auch sehr teuer. Also würde ich jetzt nicht zwingend zuschlagen. Aber vielleicht gibt's andere, die sagen... Und dann kaufen. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem neuesten Top 10 Video. Es geht heute um die Mac 10s. Wir fangen wieder bei Platz 10 an und gehen hoch zu Platz 1. Endlich kommen wir mal so ein bisschen voran. Ich freue mich schon, wenn wir bei den Knives angekommen sind. Verstehst du? Oh. Auf meinem 10. Platz liegt die Mac 10 Malachit. Für Freunde der Farbe auf jeden Fall ein Skin, den man sich schenken lassen kann. 72 Cent kostet das Teil in FN. Ist schon so ein bisschen teuer. Die Textur ist jetzt... Also mein Pattern ist es nicht. Aber vielleicht sagt jetzt jemand von euch, ach Gott, ich habe mich gerade eben verliebt. Wie gesagt, 72 Cent. Da folgt auch schon direkt die Rangine oder Rangine auf dem Platz Nummer 9. Schön detailreich, beziehungsweise extrem detailreich. Also wenn man sich das hier anschaut, diese Ringe hier vorne und hier hinten und das Auge und der ganze Scheiß. Es ist schon ein schicker Skin. Ich denke, es hat auch einige Zeit gekostet, ihn zu designen. Deswegen ist er auf Platz 9. 18 Cent ist dieser Skin wert und ich glaube, damit ist er auch der günstigste Skin auf meiner gesamten Liste. Also ich frage mich, was so ein Designer für so ein Design bekommt. Also einmalig eben das Honorar. Stundenlohn beim Erstellen. Ich studiere Informatik, das wisst ihr ja, und es gibt... Es gibt Webdesigner, die zwischen 50 und 150 Euro in der Stunde verlangen. Ich weiß nicht, Design ist ja so ein großes Wort. Klamottendesign, so Skin-Design, was weiß ich, ist ja alles unterschiedlich. Naja, vielleicht kennt sich ja jemand aus. Wäre interessant zu wissen. Platz Nummer 8 kommt jetzt. Die Mac 10 Graven liegt auf meinem Platz Nummer 8. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, hey, sieht gar nicht so gut aus. Aber doch, sieht sie wohl aus. Gut aus. Okay. Dieses Olivgrüne gefällt mir ultra gut. Und wenn man jetzt hier ranzoomen könnte, also wenn ich jetzt live schon ranzoomen könnte, würde man dieses extrem cranke Muster erkennen. So richtig schön vermustert. Schön. Schönes Teil. Auf meinem 8. Platz. Wie gesagt, erst unscheinbar, aber dann doch ein Diamant. Das Teil kostet auch mal direkt 7,76 € in FN. So viel würde, glaube ich, niemand dafür bezahlen. Aber trotzdem. Weiter geht's. Auf meinem 7. Platz liegt die Mac 10 Fade. Ah, oh, sieht die nicht schick aus? Es gibt sehr viele Leute, die die Fade-Skins... sehr feiern. Ich gehöre jetzt nicht so zwingend dazu. Schon so ein bisschen. Aber so hundertprozentig jetzt nicht. Auf meinem Ranking hat der Skin trotzdem auf jeden Fall den 7. Platz verdient. Da machst du einfach nichts. Das ist eine schöne Waffe. Komm, lass gut sein. Für 5,67 € ist sie euer. Auch sehr teuer. Also würde ich jetzt nicht zwingend zuschlagen. Aber vielleicht gibt's andere, die sagen... Und dann kaufen. Auf dem nächsten Platz, und zwar Platz Nummer 6, liegt die Mac 10 Heat. Oh, da habe ich ja schon bei der Swag 7 Ultra mit geliebäugelt, mit diesem Heat-Skin. Was ich etwas unrealistisch finde, ist, dass dieses Lederbändchen hier vorne, ich glaube, es ist aus Leder, auch so, also das macht keinen Sinn irgendwie. Das Metall, schön und gut, innen drin glimmt ein Feuer vor sich hin und deswegen glüht auch außen die Hülle, aber das Lederbändchen glüht, ich glaube nicht. Aber hey, ich habe die Waffe nicht designt, ist mir eigentlich egal, ich finde schick. Das Teil kostet, lass mich kurz gucken, 1,38 €. Das wäre sie mir jetzt nicht zwingend wert. Ihr kennt ja meine Meinung dazu. Skins kaufen auf gar keinen Fall. Habe mir früher schon, um das mal klar zu machen, als ich ja noch kein ultra berühmter YouTuber war, habe ich mir auch keine Skins gekauft. Ich bin auf diese Skin-Sache ja auch erst durch euch aufmerksam geworden. Ihr habt zu mir gesagt, macht doch mal ein Case-Opening. Ihr habt mir angefangen, irgendwann die ganzen Skins zu schenken und sowas, worüber ich auch extrem dankbar bin, weil ich erstens damit spielen kann. Ja, das ist als YouTuber echt nicht schlecht, weil du wirst erkannt, also nicht an den Skins erkannt, sondern jemand sieht, dass du einen krassen Skin hast und sagt, wow, nice Skin, und dann gucken sie in dein Profil und sehen, du machst YouTube und hin und her. Also dafür ist es schon mal richtig, richtig geil. Und zweitens kann ich dadurch, durch die ganzen Spenden von euch, halt ständig die Giveaways machen. Das ist halt schon schä. Dankeschön. Auf meinem Platz Nummer 5 liegt die Mac 10 Last Dive. Der letzte Tauchgang, oder? Diver ist ja Taucher und Dive ist wahrscheinlich der Tauchsprung? Ich weiß es nicht. Aber sobald man in den Tauchmodus übergeht, sieht man dann solche Farben ständig. Guck mal, da, Gott, das hab ich, ist mir gar nicht aufgefallen. Ist das eine Fratze der Hölle? Solche Viecher siehst du unter Wasser, wenn du nicht aufwaschst. Und die zutzen dir dann unten alles aus. Die sind total krass. So, Seegurk. Ach, Gott, hör mir auf. Dieser Skin kostet 2,28 € und ist auf meinem 5. Platz. Weiter geht's. Ach, übrigens, auf Fragen, ob das Giveaway oder ob die Giveaways schon ausgelost wurden oder ob die Namen schon irgendwo stehen, werde ich keine Antwort mehr geben oder ja, generell da einfach nicht mehr drauf antworten, weil es geht uns ja darum, dass aktive Leute, die immer schön schauen, ja, so oder so mitbekommen, wann sie was gewonnen haben. Und die Inaktiven, die Skin-Geier, kicken wir damit raus. Also denkt bitte nicht, ich wäre irgendwie unhöflich oder so, weil ich darauf nicht antworte. Sondern es geht einfach darum, dass die Leute, die aktiv sind, die wissen so oder so, wann was kommt oder wann es gekommen ist. Deswegen ist jeder, der fragt, so ein bisschen verdächtig. Jetzt geht's aber wirklich weiter. Ja, weiter jetzt. Auf meinem Platz Nummer 4, hier übrigens die Theta und noch angehängt. Ihr müsst jetzt nicht kommen mit, aber ich gucke nur CSGO oder ich gucke nur Resident Evil oder ich gucke nur deine Mutter an. Ich sag bei den Giveaways immer, dass es an aktive Leute aus der Community geht. Wer da also mitmacht, der sollte schon halt, versteht ihr, was ich meine? Das ist nachvollziehbar, oder? Platz Nummer 4, die Mac 10 Tether. Sie erinnert so minimal, minimal, fast gar nicht, aber ein bisschen an die Isaac, also einfach nur wegen der Farbgebung, rot und dieses dunkel Graue halt. Das hier vorne wirkt wie Flammen, das hier hinten könnten so Ausstoß-Dinger, Düsen sein. Weißt du, wenn man rennt mit dem Ding, dann kommt ja hinten so ein Ausstoß raus hinter dir. Hinter aus dem Bobo. Ach Gott, aus dem Auspuff halt. Was labert ihr hier schon wieder? Dieser Skin ist 1,16 € wert.
Punkt, Ausschluss, fertig, Ende. Wir kommen jetzt wieder zu den Platz 3, 2 und 1. Ihr dürft also wieder raten, was ich wohl auf diesen oberen Plätzen habe. Here we go. Achtung, kurz noch Trommelwirbel. Vielleicht keule ich mir auch gerade ein. Auf dem Platz Nummer 3 liegt die Curse. Die ist verflucht. Guck sie dir an. Um Gottes Willen. Schade, 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 dass das Griffstück nicht ein bisschen breiter ist, dass man den Kopf halt komplett ausformen konnte. Wobei dadurch diese übliche Totenkopfform halt auch nochmal künstlerisch angedeutet ist. Wenn du damit jemanden tot machst, ist er ein Zombie. Das soll das damit praktisch heißen. Wer spielt eigentlich Mac 10 von euch? Ich spiele sie manchmal. Also Warlin spielt sie ab und an. Und dann bekomme ich auch immer voll Bock drauf, wenn er sie spielt. Und dann spiele ich sie auch. Dieser Skin kostet in FN 14,16 Euro. Finde ich jetzt etwas, also tatsächlich etwas übertrieben, weil das Design zwar ein sehr schickes ist und es ist auch ein ansprechendes Design, aber es ist wirklich keine 4,16 Euro wert. Also meiner Meinung nach. Auf dem Platz Nummer 2 befindet sich die Nuclear Garden. Ein Garten voll nuklear verseuchter Köpfe. Ist das nicht schön? Das Zeichen Totenschädel grün. Für mich die optimale Packung eines Skins. Also das ist einfach alles, was mir gefällt. Es geht fast schon ins Gelbliche über. Gelb ist jetzt nicht so zwingend meine Lieblingsfarbe. Aber dieses Neongrün-Grün, hier ist es halt auch einfach mit Gelb verwandt. Verstehst? Denkt doch mal nach, woraus Grün gemischt wird. Aus Rot und Orange. Wir kommen nun zu Platz Nummer 1. Habt ihr geraten? Habt ihr zumindest den ersten Platz erraten? Achtung. Here we go. War klar, ne? Ich weiß, es war ein bisschen klar. Die Mac 10 Neon Rider liegt auf meinem ersten Platz. Oh, das ist so schick. Totschick, würde ich sagen. Das ist der Top-Skin. Zumindest für mich bei den Mac 10s. Die Farben erinnern mich immer so ein bisschen an Tron und auch an dieses Add-on, was für Far Cry mal rauskam. Dieses Far Cry Dragon, Blood Dragon oder sowas. Dieser Skin kostet 5 Euro und ich würde fast sagen, er ist es wert. Fast. Wenn mir jemand eine Pistole an den Kopf halten würde und sagen würde, du musst jetzt kaufen. Aber nur wenn du willst, dann würde ich sagen, ich nehme sie für 3 Euro. Ja, so weit, so gut. Konntet ihr auch alles erraten? Also die ersten 3 habt ihr es geschafft. Und hat euch die Top 10-Liste überhaupt gefallen? Falls nicht, schreibt mir ruhig eure Top 10, Top 5 oder Top 3 oder einfach nur euren Lieblings-Mac 10-Skin auf. Der Satzklang ganz so merkwürdig. Im Nachhinein. Keine Ahnung. Egal. Und wenn ihr auch findet, dass die Neon Rider fucking sexy ist, müsst ihr einen Daumen nach oben geben. Damit ich sehen kann, ob das euch gefällt oder nicht. Anderweitig kann ich nicht mit euch kommunizieren. Es geht nicht. Meines Wissens kann man nur über die Daumen mit den Zuschauern kommunizieren. Kommentare? Was? Gibt's nicht, oder? Gut. Livestream ist jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Kommt dazu. Sonst gibt's Shell, die sich gewaschen hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.